Hallo und willkommen zurück bei EUSN, grausig gemeinsam durchgegruselt. Ja, in der letzten Folge hat der Grauton den Marktplatz zerstört, alles gelootet, was es zu looten gab. Wir haben eine dramatische Szene mit Joseph gehabt, denen geht's immer schlechter. Wir haben erfahren, dass wir anscheinend ein Alkoholiker Joseph weg? Sind. Joseph? Oh Gott, der ist verschwunden! Verdammt! Er hat sich verwandelt! Nein! Tja, das war's mit Joseph übrigens. Joseph ist weg. Verdammt. Nun, okay. Keine Ahnung, wo der jetzt abgeblieben ist. Ich denke mal, es ist einfach nur ein Dach weiter oder irgendwie so. Oh, hier ist was. Nun, Loot. Sechs ja. Schuss. Ja, immerhin. Wie gesagt, alles gelootet und Joseph geht's immer schlechter. Und wir haben erfahren, wir sind anscheinend Alkoholiker. Es gab irgendeinen Unfall. Joseph will sich ja selber schon die Kugel geben. Ja. Hey! Sebastian, dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Wo bist du? Wo bist du? Oh Gott, da, da! Joseph! Ist Joseph Rubik? Wie ist er so schnell darüber gekommen? Kann er sich teleportieren? Fragen über Fragen. Hey, Glipper! Glip, glip. Schrot! Schrot, schrot. Hätten wir die einfach mal nicht eingesammelt. Im Spiegelraum. Einfach liegen lassen, die gelebt, Schrot. Gelebt. Da ist noch mehr Schrot. Unfassbar. Huch! Nein, nein, lass es, lass es, lass es, lass es, lass es! What the fuck? Ein Troll! Oh, das war nicht schlau von ihm. Joseph! Joseph! Ich glaube, du musst mitschießen. Ich glaube sonst. Joseph! Wir können nicht mehr zurück, oder? Nein. Was war das? Er hat die Keule geworfen, glaube ich. Das war sehr erfolgreich. Du weißt nicht, dass wir hier sind. Was hast du gebracht? Joseph, tust du irgendwas? Wieso stehst du nicht mehr da? Was machst du denn? Oh Gott, oh Gott. Oh. Ich hab Angst. Ich hab... Hier? Ah, das muss ich jetzt hauen lassen. Hey, Kollege, komm mal her. Kollege? Jetzt kommt gleich mal hinter uns. Ja, er ist nicht der Joseph hat ihn jetzt gerade gekillt. Ist nicht der schnellste seiner Art. Hallo? Na, da ist ein Schatten. Hallo? Ja, Joseph hat wirklich aufgeschossen. Sehr gut, Joseph. Oh Gott, oh Gott. Ah! Nein, ich häng fest! Ah! Ich häng fest! Okay, das war nicht der beste Plan der Welt. Ah, jetzt! Er hat's erwischt. Sehr gut, Großer. Bist du gut, was? Ich weiß nicht. Ich würde auch wegrennen tippen. Ja, ich brauch irgendwie. Okay, irgendwie an ihm vorbeiwieseln. Was willst du mich verarschen? Oh. Oh. Er wird wieder umgerannt. Au. Ich muss mal kurz vorbei, bitte. Obwohl die Schrot, die hier überliegt, natürlich schon verdächtig ist, ne? Dass man sie vielleicht doch erledigen kann. Was ist denn jetzt hier? Noch so eine Wand? Nee, das sieht mir ganz nach. Man muss sich immer mehr auf den Hals hetzen. Was ist hier? Wir sind Ents. Oh, Notiz am Friedhof. Lesen wir das mal. Natürlich. Also. Notiz am Friedhof. Walt. Ich bin losgegangen, um Donner zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in die Höhle des Löwen komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht. Bleib da und pass auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen. Daniel. Sehr gut, Daniel. Wir sind alle stolz auf dich. Sehr gut, Daniel. Zeit muss sein. Ich komm nicht durch. Ja, das ist natürlich... Wo ist der andere? Weiß ich nicht. Ist die Platte? Das ist wieder ein sehr fairer Abschnitt. Was ist das hier? Ich hab keine Ahnung. Kann ich auch sein, dass man ihn auch selber aufsprengen kann oder so, aber... Nee, hey, er hat sich rechtzeitig umgedreht. Was ist mit der anderen Dicken? Oh, ich muss mal ganz fein dicken, ey. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht ganz normal. Oh fuck. Er hat eine andere Seite kaputt gemacht. Glaube ich. Wenn ich finde, da. Hallo! Kollege, hier! Das wird uns jetzt ziemlich leise. Aber ich glaube, es hat sich wirklich gedoppelt. Das wäre nicht gut. Na, du sollst jetzt die Keule aufnehmen, bitte. Okay, und jetzt musst du zuschlagen.
Hat er es jetzt? Nee. Oh, das kann man nicht. Bam! Sie merken den Schaden auf jeden Fall. Oh! Oh. Nun. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie die Spritze jetzt verwenden soll. Nee, wir testen erstmal. Wir testen gerade mal, ne? Alter, direkt davor. Mach hier kaputt. Ach, er hat seitlich geschlagen. Okay. Klock. Ja. Da ist der Körper geteilt. Ja, ja, ja. Das ist eine sehr nette Stelle. Das ist eine sehr faire Stelle. Ich mag diese Stelle durchaus. Sie zeigt, dass dieses Spiel scheiße unfair ist. Entschuldigung. Dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Ach, geh echt? Weiter, ich gebe dir Deckung. Welche Deckung? Arsch. Wenn er jetzt gleich auftaucht, dann mach ich nochmal ganz kurz lauter, um zu gucken, ob sich das gedoppelt hat oder ob wir das irgendwie sagen. Quatsch. Quatsch. Weil ich wär's ja schon ganz gut, wenn wir das Spiel noch verstehen. Das wäre praktisch. Es gibt uns so drei Schrotmunition. So. Dann sind wir mal ganz kurz leise, wenn jetzt die Szene wieder kommt. Hallo. Okay, das Spiel war doch nicht zu laut, dann war das irgendwas von uns. Gut. Hey, Großer. Du gehst eigentlich hier lang. Wahrscheinlich ist das dann links alles optional irgendwie. Dass ich da nur Sachen abstauben kann. Eine Notiz und so. Ah, hier kann man sich verstecken. Und kriegen einen Hinweis, Blitzbolzen. So das Mittel der Wahl. Ah, da ist der andere. Trotz. Ach, guck mal, man kann von... Ah, au, au. Ja, ist gut. Ah, jetzt haben wir die offen, okay. Also es ist egal, es ist einfach nur ein Rundgang. Es ist ein Rundgang, den man sich einfach nur so öffnen kann. Notiz. Hallo Daniel, tschüss Daniel. Hallo Daniel, tschüss Daniel. Quatsch, gibt's hier irgendwas? Jawohl. So, raus, 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 raus. Ah. Oh, wenn ich noch... So, dann muss ich da jetzt verstecken und warten, bis Joseph sie abgeknallt hat, oder? Ist zwar ein bisschen langweilig, aber da geht's auch noch weiter. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So. Ja, dann kannst du jetzt hier eine Spitze reinknallen, wenn da eine liegt. Wollen wir ja nicht geizen. Batz. Spritz. Müssen wir echt mal aufwerten. Ich warte nur darauf, dass es gleich über uns zusammenbricht. Darauf warte ich auch. Ich glaube direkt davor. Joseph, tu was. Schießt Joseph überhaupt? Nein, ich glaube, er schießt nur, wenn wir selber durch ihn kommen. Ja. Er ist nämlich ein Asi und möchte uns gern leiden sehen. Was? Wer ist... Ah! Wieso brennt da alles? Weil das Gras brennen kann. Das Gras kann brennen? Ja. Okay, renn nur mal vorbei. Nein, irgendwas lag hier, was, Okay. Au! Was? Leg dich! Oh, ich liebe so eine Gegner, wenn man nicht weiß, ob die jetzt gerade überhaupt besiegbar sind, oder... Na, jetzt Druck mit Zimmern. Ja, nicht im Nachhinein. Quatsch! Ich meinte... ich meinte damit eigentlich... Ich würde sie nicht für die verbrauchen, die sind zu langsam, um dafür Schockwurzel zu verwenden. Weil denk an die Kosten 4 oder 5. Warum ist jetzt denn wieder schon wieder Brand und so? Ich glaube schon, dass das Gras brennen kann, aber eben nur wenn. Ja, ist gut. Oh. Also ich würde mich jetzt nochmal umhauen lassen, die Schockbolzen nicht verwenden, weil die halten dadurch kurz an, aber wir verbrauchen diese Schockbolzen. Wenn wir mal unsichtbar bekommen, dann haben wir richtig Spaß. Das Gras kann brennen. Anscheinend nur, wenn man sie anzündet. Ja. Ist er tot? Nee. Nee, aber angeschlagen. Okay, also die Taktik ist immer mehr Explosivbolzen, wenn sie in irgendeinem Gebüsch sind, auf ihren Kopf schießen und dann... Ja, aber dann würde ich mich jetzt an deiner Stelle, wenn ich bitten darf, trotzdem nochmal umhauen lassen. Ja, okay. Los! Weil... Nahkampf!
Joseph hat uns, glaube ich, befreit durch den Schuss. Hey, Nahkampf! Nahkampf! Au! Napalm! Nahkampf! 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 Ja, Napalm wäre gar nicht so schlecht hier. Napalm wäre super. Ah, meine Beine. Okay. Was sind das für Scheißgegner? Weißt du, die normalen Fettis mit der Kettensäge sind schon so blöd, dass wir da schon so viel Granaten brauchen. Also Fettis sind nerviger, glaube ich. Naja, aber auch so engen Raum gleich zwei ist schon etwas übertrieben. Aber die sind halt immer halt relativ langsam. Ja, dafür aber sind sie so groß, dass man auch schlecht manchmal nicht vorbeikommt. Was ist denn mit unserer kleinen Armbrust hier? Wir haben schon drei. Ja, dann liegen ja auch noch zwei, also wir können insgesamt 5 Exklusivkreuzen auf sie schießen. Nee, jetzt gibt's einfach nicht. Quatsch. Okay, normale Explosionen bringen echt nichts. Man muss die in Brand setzen. Mann! Hier. Wenn er einen einmal getroffen hat, kann man durch ihn durchblitzen. Ach so, ja. Scheiße, das bringt nichts. Das ist zu langsam. Aber. Haha! Also, ich dachte, er wäre tot. Ich dachte auch gerade, er sei schon tot. Schade. Es kann nicht auch sein, dass jetzt hier Leichen irgendwie im Gebüsch liegen und kann man anzünden oder so. Nun, das war. Hallo! Aber der Wurf seiner Keule gerade war weniger beeindruckend, muss ich sagen. Aber. Ja, der rennt mir so lange hinterher, bis er mich einmal getroffen hat. Lass mich! Sicher! Er schafft ihn nicht allein! Och! Okay. Bleib daneben! Scheiße! Ah, weg! Oh. Au. Und er ist aus dem Rennen rausgeflogen. Ich fass es nicht. Er stand nicht in den Flammen drin. Ja, habe ich gesehen. Mhm. Hab ich gesehen. Ist irgendwo unser. Ich wollte gerade sagen. Ach, ich hatte keine Exit-Kreuz mehr gerade. Ah, es ist hochgegangen. Naja. Dann hat sie ihn wohl erwischt. Deswegen waren sie so großzügig da davor, weißt du? Ja. Ich glaube, sie haben die Mauer kaputt gemacht. Ah. Offenbar, ja. Deine ist tot! Oh. Wieso ist deine tot? Versteck dich, versteck dich! Nein, ich häng. Au. Ja, komm, nimm noch eine Spitze, wir haben noch zwei im Spiegelraum als Reserve. Okay. Das heißt, offenbar sie zwei, dreimal anzünden, in Anführungszeichen, reicht. Ja. Ah, okay, der hört nicht wieder auf, bis er dich hat, anscheinend wirklich. Geh auf Joseph. Verharre kurz, wir warten, dass er auf Joseph losgeht. Das ist die Taktik. Warum ist der andere gestorben? Oder ist ja, Joseph hat ist einer dieser Säulen auf ihn raufgeknallt? Auch sein. Ja, möglich. Oh, warte, bis er kommt und dann. Aber ah, jetzt. Ja, hoffen, aber. Burning Man, Burning Man. Boah. Das kann natürlich sein, ja, dass er sich mit so einer Säule plattgematzt hat. Also, es hat auch Joseph geschossen. Es kann auch sein, dass er fast tot war. Und dann Joseph hat den letzten Schuss gemacht und. Oh, Quatsch. Sehr gut, Joseph. Schieß weiter. Das schaffst du alleine. Überhaupt ist das Gegenteil, aber er rennt nee, dann nicht. Ach, das war bei den Eisbolzen. Au. Ne? Du bist bei den Eisbolzen. Weil du, glaube ich, wieder keine Explosiven mehr hast. Doch, ich hab noch zwei. Dann, ja, aber du warst bei den Eisbolzen. Ich wollte dich ja nur darauf hinweisen. Ah! Er hat nicht geschossen. Ich war, glaube ich, auch gerade ganz gut so.
Mecker nicht. Nein, nein, das gibt's doch nicht, Alter! Wie kann ich denn das Vieh verfehlen? Ich weiß es auch nicht so genau. Das Ziel war zu groß. Der blöde Kopf! Also irgendwie check ich, dass es... Ah. 2 von 2, du hast ein Trophäe erhalten. Das war ein Boss? Das war ein richtiger Boss? Fuck. Sackgasse. Fuck. Ich suche einen anderen Weg. Lass uns bei der Pferdestatue da treffen. Lass mal da treffen. Lass mal da treffen. Geil, geschafft. Woohoo. Libero. 7000 insgesamt bekommen. Nice, nice. So, da drüben liegt noch Sniper-Muni, falls wir die aufnehmen können. Ragdoll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Grab mit 2 Xen. Hat man sie kaputt schlagen lassen sollen? Naja. Ach so, Gott. Dann schauen wir uns mal ganz in Ruhe um. Alter Schwede, ey. Das war... Wunderbar. Dann ist lieber. Hier ist ansonsten nichts. Mann. Das war jetzt aber... Das war gemein. Das war ein dieser Kampf. Nicht mal Schrot gebraucht. Ja. Ach, haben sie noch nicht kaputt gemacht. Ja, da hat er wirklich eine Säule zerhauen. Ja. Und da hat Joseph noch den letzten Schuss gemacht auf ihn. Na, warum nicht? Ja, dann sammeln wir noch die Notiz ein, falls ihr sie noch nicht hattest in dem Durchgang. Ich weiß gerade nicht genau. Weiß gerade auch gar nicht. Nee, geht drin, war nicht. Und die Sniper-Muni. Ey, drin war eine Spitze. Was ganz gut war, weil wir so immer noch 3 haben. Können wir nochmal nachladen, das Sniper? So, Ja, können wir. Immerhin noch so viel mitnehmen, wie es geht. Jawohl. So. Ja, dann gucken wir nochmal nach der Notiz. Die noch da ist. Aha, ich habe die riesen Zwillinge oder so platt gemacht. Oh Mann. Hey Joseph. Hey, da ist die Notiz noch. Ja. So. Warte. Da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Aha. Oh, jetzt kommen Katakomben oder was? Muss mal aufhören, mit dem Pferd rumzutatschen. Alles fair. Ach nee, nicht Katakomben. Also, gehen wir da runter? Denke schon. Denke nicht? Oh, was ist jetzt los? Hä? Hä? Okay. Okay. Das... Okay... Joseph? Jetzt hat uns in den Spiegelraum zurückgerissen. Wollen sie jetzt nur nett sein, oder... Welche... Achso. So... Brauchen wir nicht. Schrot, okay. Schrot haben wir ohne Ende. Oh, hätte er es nochmal vergrößert, nochmal das Schrotmagazin. Das wäre gut gewesen. Hallo. Scheint uns echt jetzt gerade nur. Nur um zurückgeholt zu haben. Um zu speichern und so. Okay. Ah. Interessant. Dann schauen wir ganz kurz. Au. 10.000. 20.000. Nein, entweder, also ich würde die sparen, die 20.000 ehrlich gesagt. Ja. Und dann, weil es muss dir zustimmen, das bringt schon viel. Ja. Für den Revolver. Und dann, wenn wir die 20.000 für die Revolver ausgegeben haben, dann setzen wir alles noch weiter hier auf. Ja. Oder wir machen einmal ganz kurz Spritzen. Ja. Aber nicht jetzt. Erstmal Revolver. In der Spritzenwirkung kommen wir im Moment noch durch. Noch. Wow. Hey. Das war aber jetzt echt mies. So, dann guck mal, ob eine neue Zeitung da ist oder ein Vermisster. Ja. So, gespeichert. Da liegt nix. Auch keine Zeitung.
Auch kein Vermisster. Hallo Krankenschwester. Okay, dann wird Solamen beim nächsten Mal den Spiegelraum wieder verlassen und schauen, was für entspannte Zeiten ihn in den Katakomben erwarten. Ich will nicht. Jetzt kommt das nächste. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Gauton. Euer Solamen. Ciao. Ciao.